Oh Gott, nein. Oh nö. Das übernächste ist das Hero-Level. Ich wollte eigentlich heute Abend noch irgendwie ins Bett. Naja, ich weiß. Ich fange gleich an zu schwitzen. Snowy Desert fixed? Was ein hübscher Mii. Oh. Moment, ich schwimme ja gar nicht mehr. Scheiße. Spiel meins zuletzt. Was soll das jetzt heißen, dass ich das nicht kann? Willst du mir etwas sagen, dass ich zu schlecht dafür bin? Ja, wir wollen mal nicht so sein. Ach, du willst doch nur der krönende Abschluss sein. Nee, die funktionieren nicht. Aber ich könnte gleich beim Sterben mal noch testen. Ah, stimmt, dann könnte ich das zumindest aus dem Level heraus. Ja, aber normalerweise. Ach, so funktionieren vertikale Autoscroller mit dem Kram. Lass die anderen gerne vor. Schnick. Alles wird besser mit. Ach, guck mal, wir gehen von der Wüste in die Eiswelt. Wie heißt das Level? Snowy Desert, das passt. Ach, Mann, das brauche ich ja nicht. Das ist der lustige kleine Stummelschwanz da am Hintern. Gott, sind die niedlich. Das erste Level dieser Art. Ach ja, ich weiß ja, dass ja alles frisch ist. Keine Sorge. Alles easy. Apropos easy. Wo sind eigentlich die easy Level? Samu, danke dir. Dann hat deine Freundin übernommen. Frauken! Warum möchtest du weiterspielen? Die Leute sagen, ich kann das nicht. Sterbe ich jetzt? Du kannst das noch weniger. Was ist das denn für Level-Design? Den linken, wie ich hast du nie gesehen. Nailed it, definitiv, ja. Kratz, welche Frage gestellt? Meinst du jetzt den Heiratsantrag oder wovon sprichst du? Hat Kratz die Butt gestellt? Glaub mir, mehrfach. Nichts lieber als die verfickte Butt, Bitch. Willst du bitte da reingehen? Dankeschön. Auch schriftsmäßig den Pfeilen ausgewichen, genau. Samu hat ja auch schon ein paar hundert Männer gesehen bei mir. Er hat aus meinen Fehlern gelernt. Die Bit- oder Bann-Frage. Das heißt, das Ding ist, dadurch, dass man auf seinem eigenen Kanal keine Bits spenden kann, habe ich dann ja keine Wahl. Da bin ich jetzt gebannt. Da muss ich jetzt gehen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen länger streamen, aber Schabe hat es mir verboten. Oh. Fuck. Panik! Moment, möchte ich hier hoch oder da rein? Die friedliche Ameise. Zieht ihres Weges. Oh Gott, nein! Hallöchen! Nee, du lebst. Das war jetzt ohne deinen Partner, aber für den Moment darfst du leben. Yes. Interessant, dass man überhaupt Eiswürfel in die Wüste bauen kann. Guck mal hier, du hast jetzt ja keinen Partner mehr. Da oben ist noch einer ohne Partner. Ich bin ja einfach nur eine Partnervermittlung. Man muss nicht immer das Negative sehen. Ich vermittle hier. Hä? Hier? Nicht hier, scheiße. Hier dann wohl. Das Spiel ist sogar angenehmer als am Freitag, allein aufgrund der Tatsache, dass ich einen vernünftigeren Controller habe. Und nachher vielleicht sogar noch besseren. Das stimmt, jetzt kann ich bewerten, in der Tat. Ja, ich muss nach dem Stream dann in die ganzen Level gehen. Die alle nochmal dingsen. Was hast du bitte? Ich teste Fragenfahrt, welchen Controller noch. Ich werde gleich den Switch Pro Controller noch testen. So der Plan. Ja, du musst einmal gestorben sein. Normalerweise kannst du ja die Sterne nach dem, kannst du die, oder die Herzen geben,
Ich kündige jetzt schon mal an. Ich werde nicht mich dran gewöhnen, dass es keine Sterne mehr sind. Das werden auch die nächsten 5 Jahre Sterne bleiben. Sorry. Dass man die natürlich nach dem Level geben kann. Ich weiß nicht, warum die das in das Menü nicht eingetragen haben, ehrlich gesagt, in das Runterladen-Menü. Aber gut, wie gesagt, ich werde dann nach dem Stream die Level alle nochmal abklappern und da euch die verdienten Herzen verteilen. Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Hier fehlt es einfach. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist sehr, sehr schade. Ach, don't follow the arrows for 100%. Ah, okay. Läuft. Das sagt Hiro, soll ich zuletzt machen? Dann wollen wir mal nicht so sein. Weiter geht's. Danke euch. Wiggler Dome 1 von dem Mann mit dem tollen Hut. Das Level hat einige Fehler. Ach ja. Passt schon. Das davor hat mir besser gefallen, ja, aber es war auch, weiß Gott, nicht unausstehlich. Kann irgendwer Robin bannen? Ich werde mich hier dran nie gewöhnen. Kann ich hier... Ist da eine Bombe? Hans, guck in die... Ach, guck mal, wie fantastisch. Hui, Schnappelchen! Wie geht's denn euch, der Kruz, Farmer Lisa, Kruz und überhaupt, wie geht's, Hans? Also, Hans geht's immer gut, das steht wohl fest. Schnüffelchen, danke dir. Läuft. Also mir geht's gut. Mir geht's gut. Schön. Danke. Ich hoffe, dir auch. Es ist ja alles unnötig. Okay. Ah, oder ich komme wahrscheinlich später nochmal zurück, kann das sein. Hätte den, Tönnis hätte ich wahrscheinlich etwas prominenter. Ich weiß, da sind Pfeile drumrum, aber den hätte ich wahrscheinlich etwas prominenter irgendwo präsentieren. Damit die Leute wissen, dass sie ihn umbringen müssen. Eigener PayPal-Account ist toll. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Finde ich auch. Danke, der Schnuff. Der ist richtig rum. Der ist richtig rum, aber eigentlich bin ich auf dem Kopf. Das ist ja ekelhaft. Aber der ist auch spiegelverkehrt. Mama. Mama. Aber ich glaube, ich mag Mario Maker nicht mehr. Ah, ich weiß nicht, ob ich 6er deswegen nochmal neu hochladen würde, Robin. Aber ich will mir sowas halt für die nächsten Level merken. Passt schon. So schlimm sind ja jetzt nicht. Aber ich meine, es ist halt, keine Ahnung, es ist nicht so, es ist, sagen wir mal, es ist nicht sonderlich offensichtlich, dass du ihn brauchst. Auch wenn ihr, sowas wie versteckte Level habt, dann, ich meine, dann ist es natürlich relativ wichtig, dafür zu sorgen, dass die Sachen, aus denen man sie braucht, also am besten im Prinzip das Offensichtlichste auf dem Bildschirm sind. Checkpoint? Oh, yes. Irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht haben sollte. Oh, und das Kopf über, Alter. Es wird jetzt nicht zufällig mich reinfallen. Doch. Schön. Für mich. Ich mag diese Klammerdinger noch gar nicht. Da muss ich mich noch sehr dran gewöhnen. Dein erstes Level hatte einen versteckten Raum. Ich habe jetzt erst einen verkackten Raum gelesen und war verwundert, was das jetzt auf einmal für eine Einsicht ist. Mein erstes Level hatte einen total verkackten Raum und du hast ihn nicht gefunden, du Trottel. Max, grüß dich, wie geht's dir? War der hinter einer Röhre versteckt? Ich mag das gar nicht. Oder war im Prinzip, was Hiro ja recht häufig hat, sind versteckte Räume mit roten Münzen. Maxi ohne I. Ach, ihr seid doch beides Maxi.
Achso, ich meine, du hast ja nur nicht richtig zugehört, das war natürlich Maxi mit Y. Pass halt auf. Alles gut. Danke. Alles easy. Synchron gestorben. Wir sollten ein Kind zeugen. Falke, grüß dich. Ich werde Level auch irgendwann geschafft haben. Der Tag wird kommen, an dem ich es geschafft habe. Spielst du die Level aus dem Discord-Server? Oder willst du mich einfach nur ärgern? Das ist jetzt die Frage. Ich kann die Stelle nicht aufstehen, sorry. Manche. Das hier zum Beispiel. Das hast du dir rausgesucht. Oh, ich springe entweder zu hoch oder zu tief. Einfach den Kopf her. Ich hab sogar einen Monitorarm, an dem ich den Monitor theoretisch drehen könnte. Hab ich. Stimmt. Ja, habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Das wäre ja in dem Moment, in dem du den Monitor verdrehst, hättest du dann ja rechts-links vertauscht. Oh Gott! Das ist dann so ein bisschen Pick Your Poison, im Grunde genommen. Warte mal. Ja, aber es bringt ja auch alles nichts. Ach Gott. Boah, sorry, ey. Ich hebe nur gebrochene Herzen, weil ich traurig bin, dass ich mit dem Level fertig bin. Guter Punkt. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diese Kralle kommen soll, ohne zu sterben oder ohne runterzufallen. Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Seine Art lieb, sag ihm das nicht. Der macht irgendwas ganz Böses. Wenn du ihm sagst, er sei lieb, ohne Scheiß, die Vergeltung wird übel ausfallen, meine Fresse. Ich glaube, das wird mein neues absolutes Lieblingsgimmick in Mario Maker 2. Gut, dass man Boost nicht sieht. Aber die Herzen sieht man, oder? Ja, aber Moment. Das ist ja dann eigentlich ist ja irgendwie ziemlich lahm, dass man Boost nicht sieht, weil... Ich meine, ja, das soll ja keinen erniedrigen oder entmuntern oder so. Aber auf der anderen Seite... Ich meine, gut, man hat ja Kommentare. Wenn man wirklich irgendeine Kritik an einem Level hat, dann muss man halt einen Kommentar abgeben, ne? Herzen sieht man Boots nicht. Ganz ehrlich, ich frage mich dann wirklich, für was Boots überhaupt da sind, stand jetzt. Natürlich könnte Hate entstehen, aber wie gesagt, welchen Sinn haben sie denn? Dass ich einmal nach dem Level Frust ablassen kann, oder? Boah, Alter, ey, sorry, ich überspringe das gleich. Ja,
scheint ja dann wirklich einfach nur ein Frustventil zu sein. Warum würde man sonst buhen? Warum falle ich manchmal einfach runter wie ein nasser Sack? Ich hasse dieses Gimmick jetzt schon unscheinbar. Das Spiel ist 2 Tage alt, ich weiß, dass ich dieses Gimmick auf ewig hassen werde. Sorry, ich habe hier keinen Spaß dran, ich werde es gleich skippen. Sorry, es ist wirklich nicht cool. Du kannst Haken bauen, wie du willst. Ist ja scheißegal. Ich kann aber auch schon unterscheiden zwischen einem Level, das schlecht gebaut ist, und einem Level, das ich einfach nicht mag. Da gibt es schon einen Unterschied. Also. Ja, das ist das Erste, was du von Mario Maker 2 siehst. Gratuliere. Namen Kesko. Gott, bitte. Danke euch. Also ja, ich kann, nur weil ich irgendwas nicht mag, heißt nicht, dass es schlecht sein ist. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die die Stelle sehr, sehr mögen. Für mich ist es nichts. Für mich ist es nichts. Oh Gott, willkommen zurück in Mario Maker 1. Was machen wir gleich noch? New Super Speedrun? Alter, ernsthaft? Ach du Scheiße. Das sind die Sachen, die ich in Mario Maker 1 geskippt habe. Das heißt nicht durchgekommen, das ist ja stinklangweilig, sorry. Ja, das. Nee. Ein Stern. Ich würde es wahrscheinlich sogar buhen, sorry. Danke euch. Superman, jetzt bin ich mal gespannt. Da ist Maxi scheinbar sehr, sehr stolz drauf gewesen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Das Schlimme ist, der Defix ist übrigens sogar markiert. Genau, einmal versucht der. Warum? Sorry, es sind. Bevor du 10 solcher Level raushaust, mach lieber ein vernünftiges Scully. Ohne Scheiß. Du bist besser als das. Du kannst mehr als das. Davon bin ich überzeugt. Die Musik ist glorreich. Das ist nice. Ich bin gespannt. Musik ist herrlich, ich liebe es. Death Exit in 2019. Entschuldige mal bitte, ich bin auch in der Lage, 2019 noch Shelljumps zu verkacken. Also, da ist das ja wohl auch noch erlaubt. Also, gleiches Recht für alle hier. Schön, Galaxy ist immer glorreich. Ich bin so froh, dass die neue Musik in dem Spiel haben, ohne Scheiß. Champions Road. Ja, ich habe mir sagen lassen, irgendwas wird mich daran gleich noch erinnern. Ich weiß auch nicht, was. Irgendjet wird mich daran gleich, glaube ich, auch noch erinnern. Checkpoint. Ich erwarte die ganze Zeit Backtracking, weil das ist Super Metroid. Fuck.
Crate, du blöde Sau. Nee, das kann nicht Crate sein, dafür ist er viel zu klein. Kleiner Crate aus Metroid 1, du dumme Sau, so. Wie lange habe ich heute vor zu streamen? So lange wie sonst auch. Von heute sollten besser sein. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich würde das, wirklich von Herzen gut gemeinte Rat. Nimm dir einfach mehr Zeit für die Level, anstatt sowas so schnell wie möglich dahin zu klatschen mit einem Dev-Exit. Das ist natürlich nicht cool. Sowas will keiner sehen und da ist klar, dass die Leute dann anfangen, sowas zu buhen. Mach das nicht, du kannst das besser, davon bin ich überzeugt. Tschüss. 1-1 an die Space Gun. Doch. Mir fiel das auf. Das ist das Level-Design. Das ist das Level von... also im Prinzip das... Im Prinzip die Start... Die Start-Stage von Super Metroid. Ah, dann war das... Ach, Moment, stimmt. Dann war das gerade kein Crate, sondern Ridley. Stimmt, in der Tat. Hier ist der Aufzug. Yes. Schön. Asymmetrisch, aber schön. Wegen dem Hero-Level. Das Spin-Jump jetzt nicht funktioniert. Ach, das wird schon. Ketzolab, grüß dich. Hi, wie geht's dir? My boy. Yes. G'day. Ja, da ist aber jemand gut gelaunt. Da muss ich ja gar nicht fragen, wie es dir geht. Das ist ja offensichtlich. Gutes Level. Sehr, sehr schön designtes Level. Sehr, sehr detailreich. Läuft. Battle for Heaven. Ab geht's. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das spiele. Es ist ja ekelhaft. Oh, wie hübsch. Was sind das für Elemente? Regenbögen. Oh, nein, shit. Ich kann da noch rennen. Oh, der kackt sogar München. Das ist das, was ich darin sehe. Köttel. Es ist natürlich Sternenregen, der eine... Und so. Mario Maker 2 gekauft. Gute Idee, gute Idee. Wir werden bald sehen, wie skillig kurz sind. Bin mir auch noch, wenn die Leute jetzt... Das fehlt noch. Das hatten wir in Mario Maker 2 bisher noch nicht. Übrigens, Scully, das ist absolut nicht böse gemeint. Ich hoffe, du weißt das. Also schon gar nicht persönlich. Wir hatten noch keinen hier im Stream, der dahergegangen ist und gesagt hat, das Level ist nicht scheiße, du bist einfach nur schlecht. Wir warten da noch drauf. Es kommt noch. Er hat eine Wii U. Ich. Entschuldige mal bitte. Und Hiro übrigens auch. Den du gerade so sehr anhimmelst. Apropos Hiro. Ach du Scheiße. Also nicht Hiro Scheiße, sondern... sondern Frauen. So, genau. Kneesi, hab Dank. Ja, und Hiro... Schätzelein, willkommen zurück. Aber wann, wenn nicht jetzt? Wann wäre eine bessere... Ich hasse alles. Wann wäre eine bessere Zeit als der Start zu Mario Maker 2? Hüppe für euch beide. Dankeschön. Guten Tag, alle miteinander. Yes. Wie geht's euch? Easy. Guten Abend. Wie ist die Lage? Danke dir für die Bitties. Wie ist der Feierabend? Noch jemand außer dem Mario Maker 2? Abgesehen von jedem im Stream... Also ganz ehrlich, ich würde die Frage wirklich lieber andersrum stellen. Wer hat denn noch keinen Mario Maker 2? Diesmal ist es mir nicht mal mehr aufgefallen. Samu, hab ich gesagt. Ja, und Falke, ne? Tja, du bist weiterhin gefangen in dem ewigen Zyklus, der wir finden dich doch nicht so scheiße, wie du gerne hättest. Sorry, Brosef. Samu, danke dir. Und natürlich Hüppe für euch beide. Fluppt. Dankeschön. Ich hab Schnuffler noch gar nicht. Ich, als müsste ich wissen, dass du kein Mario Maker. Es tut mir aufrichtig leid, Schnuffel, dass ich dein Kinderzimmer heute noch nicht abgesucht habe nach Mario Maker. Ich werde das morgen nachholen. Ich hoffe, das ist okay. Verzeih mir bitte. Shit. Nicht wieder das. Ich muss den Controller wechseln.
Diese permanenten Down-Inputs kotzen mich so an. Ich werde nie wieder, ohne Scheiß, nie wieder 8-Bit, du. Kackteile. Level einreichen kannst du auf Discord. Wir haben dann einen eigenen Raum, der nennt sich Levelschmiede. Steht übrigens auch im Stream-Titel. Nee, der Controller liegt hier, danke. Frauen ist schon in Panik. Möchtest du dir helfen? Brauchst du den Controller? Was soll ich nur tun? Solange die Bookmark-Seite nicht funktioniert, ist das so, dass das im Prinzip die für mich übersichtlichste Seite ist. Auch für die Leute, die sich jetzt da anmelden. Ich sag das nochmal kurz gerade aus, weil ich weiß nicht, wie viele Leute sich den Startpost in dem Raum da angucken. Haltet bitte den Smalltalk in dem Raum irgendwie auf Minimum. Wenn ihr irgendwie euch über Leveldesign im Spezifischen unterhalten wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Wie heißt der Channel? Schreibtisch oder so? Ne, auf der Werkstatt. Und ansonsten natürlich auch gerne im Wohnzimmer. Einfach damit ich da keine Levelcodes übersehe und die dann für die Streams immer eintragen kann. Shit. Als ob ich dann den Titel lese. Genau, so. Nicht ablenken vom Wesentlichen hier, dem skilligsten Gameplay, das Twitch jemals sah. Ich glaube, ich würde schätzen, dass die noch kommt, Robin. Ich würde mich wundern, wenn es keine Bookmark-Seite irgendwann geben wird. Ich hoffe, dass wichtig ist, dass es irgendwann mal eine Möglichkeit geben wird, den Bot zu nutzen. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Weil der war so dermaßen extrem praktisch, dass es echt extrem schade wäre, wenn wir das jetzt durchgehend über Discord machen müssten. Ich meine, es geht, es ist okay. Aber schöner wäre natürlich ein Bot, einfach weil es auch für den Stream viel, viel praktischer und viel, viel kurzweiliger ist. Das Level hat noch einen Checkpoint. Das ist die schlechte Nachricht, die ich daraus nehme. Warte, warte, warte. Ach, bist du ein Trottel oder was? Jetzt hat er da mal zwei Power-Ups noch und verkackt es dann komplett. Nee, ich spiele nur die, die ich heute runtergeladen habe. Schon, Maxi. Also ich werde mich jetzt nicht im Stream da hinsetzen und Level-Codes reinhacken. Das finde ich zum Zuschauen dann doch sehr, sehr langweilig. Bullet Hell! Checkpoint! Yes! Gute Wahl. Eine Hose geht heute an Sie? Ja, wieso das denn? Muss ich überleben einfach, oder was? Pipi-Pause, genau! Falke AEW Event Statement. Als er hingeguckt ist. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Scheiße, Trottel. Ein exklusives Kurzlevel? Das könnte ich dir jetzt noch gar nicht sagen, Robin. Ich könnte dir jetzt noch nicht aus dem Stegreif sagen, was ich so sehr mag in diesem Spiel, dass es sich lohnt, extra deswegen für mich ein Level damit zu bauen. Also ich weiß, dass es nicht diese komischen Angeln sind. Die nicht. Die eher weniger. Ich gehe davon aus, dass ich nur warten muss. Ja. Läuft. Yoshi Deutsch Übersetzer. Du wolltest mir schon lange Level bauen. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich könnte dir Stand jetzt nicht sagen, was ich in dem Spiel ausgesprochen gerne mag. Die Szene mit dem Stuhl, ja, übel, oder? Ja. Ich habe ein sehr ähnliches Gefühl. Falke. Easy, danke dir. Oh. Und damit bleibt für heute von den Zuschauerleveln nur noch eins über.